von der Uni zur Fachhochschule wechseln. Ob das so eine gute Idee war? Nachdem ich jetzt den ersten Monat meines Wirtschaftsinformatik-Masters hinter mir habe, dachte ich mir, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal kurz zu schauen, wie ist das eigentlich? Mal kurz zu berichten, wie das Studium an der Fachhochschule ist und vor allem, wie es mir gefällt im Vergleich zum Bachelor an der Uni. Was ist anders? Was ist vielleicht besser und was ist vielleicht schlechter? Und würde ich das Ganze vielleicht auch dir empfehlen? Also, lehn dich zurück und genieß das Video. Viel Spaß! Falls du neu dabei bist, mein Name ist Luis und ich bin gerade im ersten Semester meines Wirtschaftsinformatik-Masters. Meinen Bachelor habe ich an der Uni Duisburg-Essen gemacht und habe danach gewechselt. Jetzt möchte ich euch in diesem Video also mal berichten, wie das Ganze ist, wie mein Eindruck ist und ob das Ganze ja, eine gute Entscheidung war. In einem älteren Video von mir habe ich Fachhochschule und Universität auch schon mal verglichen. Ich habe da so ein paar Punkte aufgezählt, in denen sich diese zwei Hochschulformen grundsätzlich ein bisschen unterscheiden. Und jetzt kann ich mittlerweile auch selber sagen, dass all die Punkte, die ich auch in dem Video nenne, ziemlich genau so stimmen. Fangen wir vielleicht mal mit den Vorlesungen an. Die Vorlesungen sind tatsächlich ziemlich anders. Nicht anders vom Inhalt her, wobei es da auch ein paar Unterschiede gibt. Also inhaltlich sind die Vorlesungen und das, was man lernt, deutlich mehr mit Beispielen geprägt und deutlich mehr mit so auch Übungsaufgaben während den Vorlesungen. Das ist alles so ein bisschen, sie nennen das seminaristisch, also wie so ein Seminar aufgebaut, dass man während der Vorlesungen auch regelmäßig mal kurz in so Breakout-Sessions geht bei Zoom oder halt in Präsenz wäre das wahrscheinlich dann kurze Gruppenarbeiten, in denen man dann kleine Aufgabenstellungen kurz bearbeitet und dann die Ergebnisse im Kurs kurz vorstellt. Das ist natürlich was ganz anderes als an der Uni. An der Uni ist das mehr wie so ein Vortrag. Der Prof hält da seinen Monolog und ja, als Student hörst du dann zu. Manchmal stellt der Prof sogar eine Frage an die Studierenden, also während der Vorlesungen, um da so ein bisschen Dialog zu haben. Aber es ist trotzdem größtenteils endlich ein Monolog. Man hört zu, man schreibt mit und ja, versucht dem Ganzen einfach zu folgen. An der Fachhochschule ist das also schon mal ein bisschen anders. Aber genau diese Arbeitsweise ist wiederum das Ergebnis von dem zweiten Unterschied zwischen Uni und Fachhochschule. Und das ist die Teilnehmeranzahl pro Veranstaltung. Natürlich kann man das jetzt auch nicht wieder komplett pauschal sagen, denn das hängt auch wieder so ein bisschen von der Hochschule ab. Aber prinzipiell hat man weniger Studierende pro Kurs an der Fachhochschule. Bei mir ist es tatsächlich aktuell so, dass ich in keinem Kurs mehr als 12 Teilnehmer habe. 12. Und das ist meistens schon inklusive Prof. Also 11. In einer Veranstaltung sind wir sogar nur 6 Leute. Und das kann gut oder schlecht sein, beziehungsweise so ein bisschen von beidem. Das Gute daran ist, dass man seine Kommilitonen relativ schnell kennenlernt. Es sind einfach nicht so viele andere Studierende, die da sind. Und dadurch, dass man aber auch viele Gruppenarbeiten macht, lernt man die anderen mehr oder weniger zwangsweise zumindest ein bisschen kennen. Außerdem kann man natürlich auch viel, viel aktiver mitarbeiten. Bei einer Vorlesung, wo 200 Leute sind, ist man, glaube ich, auch ein bisschen schüchterner, was so Meldungen angeht oder wenn der Prof dann mal eine Frage stellt, dass man dann auch wirklich eine Antwort gibt, obwohl man sie vielleicht sogar weiß. Ja, das macht man bei 200 Leuten wahrscheinlich eher nicht so unbedingt. Wenn es allerdings nur, sagen wir mal, 10 bis 15 Leute sind, dann macht man das schon eher, weil es einfach nicht so viele sind. Eigentlich komisch, weil es ja auch egal, was die anderen denken, aber so funktioniert es halt irgendwie. Das kann allerdings auch nicht so gut sein, denn dadurch, dass die Gruppen so klein sind, kennt der Prof dich meistens auch. Da kennt dich zum Beispiel beim Namen oder mich in dem Fall. Und wenn man jetzt beispielsweise mal nicht zur Vorlesung kommt, dann fällt das halt auf. In der Regel ist das jetzt nicht so wild, aber man macht sich da schon irgendwie Gedanken, ob das einen schlechten Eindruck hinterlässt oder sonst was. Und deshalb neigt man dazu, dann doch immer zu jeder Vorlesung zu gehen, auch wenn das manchmal vielleicht auch eigentlich zeitlich wirklich stressig ist, was bei mir teilweise wirklich der Fall ist. Aber wenn der Prof weiß, wer da nicht kommt, ja, hat man ja schon so ein bisschen im Hinterkopf, ob das irgendwie die Note beeinflussen könnte oder nicht. Insgesamt ist es allerdings doch wieder eine gute Sache eigentlich, weil man dann einfach besser am Ball bleibt und nichts schleifen lässt, wenn man halt mitkommt, weil man weiß, wo die Vorlesung gerade ist. Und wenn man halt nicht zur Vorlesung geht, dann muss man Sachen aufarbeiten. Und wenn man das nicht macht, dann kann es ganz schnell passieren, dass man thematisch hinterherhängt und dann ist es immer relativ schwer aufzuholen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich selber diese Gruppengröße eigentlich ganz cool finde, denn das ermöglicht halt diese aktive Mitarbeit oder Zusammenarbeit und man hat einfach
einfach mehr Anteil an den Vorlesungen. Klar, ich fand diese großen Vorlesungen eigentlich auch ganz cool, weil das hatte irgendwie so ein cooles, so ein gewisses Feeling, was man mit der Uni verbindet, aber man gewöhnt sich natürlich an alles. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, so kleine Vorlesungen finde ich auch voll cool, macht Spaß und da lernt man tatsächlich auch ziemlich viel. Es ist natürlich auch einfach logisch, dass man an der Uni, wenn die Vorlesung jetzt über 100 Studierende hat, dass man dann nicht irgendwie anfangen kann, irgendwelche Gruppenarbeiten zu machen. Das ist absolut logisch. Kommen wir damit mal zu den Professoren. Wie sind denn so die Profs an der Fachhochschule? Gibt es da einen Unterschied? Also fachlich kann ich das nur schwer beurteilen. Ich glaube tatsächlich, dass Professoren an der Uni schon ein bisschen renommierter sind, also dass Unis renommierter sind und dass Professoren, die an der Uni arbeiten oder angestellt sind, vielleicht so ein bisschen besseren Ruf haben, aber ich weiß überhaupt nicht, ob man das wirklich so sagen kann, deshalb korrigiert mich da gerne. Das habe ich zum Beispiel daran gemerkt, dass viele Professoren, als wir uns in den ersten Veranstaltungen vorgestellt haben und ich gesagt habe, dass ich von der Uni Duisburg-Essen komme, erstmal so überrascht waren, dass ich an die Fachhochschule gewechselt habe und die dann irgendwie gesagt haben, dass die da den Professor XY kennen. Ich weiß nicht, ob man deshalb sagen kann, dass Professoren an der Uni irgendwie besser sind, also besser glaube ich sowieso nicht, aber ob die da vielleicht in dieser Szene, in der Wirtschaftsinformatik-Clique ein bisschen ja, bekannter oder angesehener sind, keine Ahnung. Aber was für uns Studenten eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass die Profs an der Fachhochschule, zumindest meinem Eindruck nach, sich schon ein bisschen mehr Mühe geben, den Studierenden irgendwie immer weiterzuhelfen. Die betonen immer wieder, dass es bei Fragen oder Problemen, dass man sich da immer melden kann und machen auch in jeder Vorlesung immer wieder Pausen, um Fragen zu beantworten oder fragen immer, ob alles klar ist. Also, okay, das machen manche Profs an der Uni auch, aber das ist ungefähr so. Fragen? Irgendwelche Fragen? Nein? Keine Fragen? Keine Fragen? Nein? Alles klar, perfekt, dann machen wir weiter. An der Fachhochschule melden sich die Profs auch relativ schnell zurück, wenn man denen jetzt beispielsweise eine E-Mail schreibt, wenn man irgendein Problem hat oder irgendeine Frage hat. Da dauert es in der Regel vielleicht einen Tag. An der Uni kann man da manchmal schon 2 Wochen auf ein Lebenszeichen warten. Klar, es liegt auch an der Größe, an der Zahl an Studierenden und daran, was die Profs auch zu tun haben. An sich kann ich das auch voll nachvollziehen, aber wenn man halt gerade irgendwie Hilfe braucht oder eine Frage hat und irgendwie ja, nicht weiterkommt, dann ist es halt wirklich besser, wenn man relativ zeitnah eine Antwort kriegt oder da eine Hilfestellung kriegt und nicht erst wochenlang warten muss. Außerdem können wir als Studenten die Profs auch viel besser kennenlernen, dadurch, dass die Gruppen einfach nicht so groß sind. Da kann man sich viel, viel mehr unterhalten, in den Vorlesungen auch so eine Konversation kurz halten, wenn da irgendeine Frage gestellt wird und dann kann man sich auch so ein bisschen austauschen. Und wahrscheinlich kann das in Bezug auf Noten jetzt auch nicht unbedingt schaden, wenn man sich mit dem Prof gut versteht. Es gibt auch so ein paar Sachen, mit denen ich jetzt nicht sogar gerechnet habe und die mich tatsächlich so ein bisschen überrascht haben. Zum Beispiel habe ich das Semester mit der Erwartung gestartet, dass ich jetzt, wie auch schon vorher, Vorlesungen habe. Ich habe vielleicht auch Übungen und man lernt über das Semester und dann hat man am Ende Klausuren und schreibt die und damit ist gut. Aber tatsächlich ist das jetzt ein bisschen anders. Ich schreibe dieses Semester keine einzige Klausur. Keine. Stattdessen schreibe ich 4, 5 Hausarbeiten und muss zu manchen davon auch eine Präsentation halten. In einem anderen Modul haben wir auch nur die Präsentation. Ich glaube 5 Hausarbeiten und 4 Präsentationen. Das ist auf jeden Fall schon mal was ganz anderes. Und auch wenn ich wusste, dass man nicht ganz so viele Klausuren schreibt, nicht nur so Theorie hat, sondern auch in Gruppenarbeiten arbeitet und, oh stimmt, ich muss dazu sagen, viele Hausarbeiten sind in Gruppenarbeit. Das heißt, ich muss nicht eine komplette Hausarbeit alleine schreiben in jedem Modul, sondern das ist schon ein bisschen aufgeteilt. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall was anderes. In der Uni habe ich insgesamt über alle Module verteilt 3 Hausarbeiten geschrieben und das also inklusive meiner Bachelorarbeit. Und ja, jetzt schreibe ich allein schon 5 in einem Semester. Das gilt jetzt aber nicht generell. Im Bachelor ist das noch anders, da schreibt man auch viel, viel mehr Klausuren, vielleicht trotzdem insgesamt mehr Hausarbeiten als an der Uni, aber man schreibt auch größtenteils oder fast nur Klausuren. Das habe ich von den anderen Kommilitonen gehört, die auch da den Bachelor gemacht haben. Aber für mich heißt das Ganze jetzt erstmal Hausarbeiten schreiben. Und der Unterschied ist,
dass viele Abgaben nicht erst Ende des Semesters sind, sondern die nächste zum Beispiel in einem Monat oder die nächste Präsentation in einer Woche. Und der Unterschied dadurch ist also, dass man während des Semesters schon viel, viel mehr zu tun hat. Und das ist auf jeden Fall ungewohnt. Denn von der Uni war ich schon ein bisschen so gewöhnt, dass ich mich relativ frei selbst organisieren konnte und musste nicht so sehr schauen, dass das alles zeitlich passt. Jetzt gerade ist die Tatsache, dass ich studiere, arbeite und diesen YouTube-Kanal hier mache, schon eine ziemliche Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Das ist alles möglich, wenn man sich irgendwie gut organisiert und die Zeit gut nutzt und halt auch fleißig ist. Aber damit habe ich im Voraus jetzt nicht ganz so gerechnet. Aber es gibt auch so ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Und zwar hat man am Ende des Semesters tatsächlich auch mal richtig Semesterferien. Also ich habe, wenn das Semester vorbei ist, eigentlich keine Aufgaben mehr. Und habe dann tatsächlich zumindest, ich glaube, den Februar komplett Semesterferien. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Und das war in der Uni natürlich nicht so. Da hatte ich in den Semesterferien immer Klausuren und hatte teilweise vielleicht eine Woche Semesterferien. Und dann ging das neue Semester schon los. Also das ist natürlich auch wiederum eine sehr gute Sache. Da muss man quasi einfach ein bisschen abwägen. Ich habe ja eben schon Kommilitonen angesprochen. Und was sich vielleicht die ein oder anderen noch fragen, ist, ob es vielleicht auch von den Leuten, die an die Fachhochschule gehen, irgendwie Unterschiede gibt zu den Studierenden an Unis. Ein großer Unterschied zu meinem Bachelor ist, dass jetzt im Master die meisten nebenbei arbeiten. Nicht unbedingt in Vollzeit, wobei es das auch gibt, aber viele halt auch als Werkstudent nebenbei, so wie ich. Dadurch haben die meisten schon irgendwie Praxiserfahrung und können relativ viel aus deren Praxiserfahrung mit einbringen, wenn man dann gemeinsam mit denen irgendwas bearbeitet. Aber ich glaube auch, dass es hauptsächlich daran liegt, dass ich im Master bin. Ich glaube, im Bachelor ist klar, die ersten 3 Semester arbeitet man wahrscheinlich sowieso nicht nebenbei. Und danach machen es auch nicht alle. Deshalb, es liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass es jetzt der Masterstudiengang ist. Aber vielleicht trotzdem gut zu wissen. So, also, was ist mein Fazit? War das Studium an der Fachhochschule eine gute Entscheidung? Bis jetzt würde ich auf jeden Fall ja sagen. Das liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel mit Hausarbeiten oder Gruppenarbeiten eigentlich kein Problem habe und ganz gut zum Beispiel Hausarbeiten schreiben kann. Wenn man das jetzt nicht so gerne macht oder nicht so gut kann, dann könnte ich mir vorstellen, ist das in der Hinsicht ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, im Bachelor ist das auch noch ein bisschen anders, da schreibt man mehr Klausuren. Dass ich jetzt während des Semesters schon so viel zu tun habe, ist auf jeden Fall eine Umstellung und wirklich nicht ohne. Aber wie gesagt, ist eigentlich eine gute Sache, dass man nicht irgendwie hinten raus oder alles so nach hinten schiebt. Und vor allem hat man am Ende dann auch wesentlich mehr Zeit oder Freizeit und richtige Semesterferien, was natürlich auch super cool ist. Außerdem werde ich in den nächsten Semestern auch noch Klausuren schreiben. Es ist nicht so, dass es grundsätzlich nur Hausarbeiten im ganzen Studium sind. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil so dieses klassische Lernen für Klausuren, das hat mir eigentlich auch oft richtig viel Spaß gemacht, mich mit Freunden in die Bibliothek zu setzen und da einfach gemeinsam von morgens bis abends zu sitzen. Ich weiß auch nicht, ob das nur die Erinnerung ist, die cool war. Ich glaube, währenddessen war es manchmal gar nicht so cool. Aber wie es jetzt ist, ist es auch in Ordnung. Einziges Problem ist so ein bisschen Zeitmanagement. Das ist eine Herausforderung für mich. Aber ich glaube, das geht schon und das kriegen wir schon hin. Insgesamt würde ich also sagen, dass der Master in Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule bzw. an der Hochschule Niederrhein eine gute Wahl war. Jetzt am Ende schreib du mir mal bitte in die Kommentare, an welcher Hochschule du bist. Und bewerte deine bisherige Studienerfahrung von 1 bis 10. Ich würde meine bisherige Erfahrung so bei 8 von 10 einschätzen und bin mal gespannt, was du zu deiner sagst. Denk dran, das Video zu liken, falls es dir gefallen hat und den Kanal zu abonnieren, falls du dabei bleiben möchtest. Falls du noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann kannst du dir gerne mal dieses Video hier anschauen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir wie immer einen Hammertag und mach das Beste draus. Ciao.